David Friedrich. Ich habe vor kurzem das Glück gehabt, ein Buch rauszubringen und möchte davon was zum kurz vortragen. Erstmal, um uns alle so ein bisschen wieder zu neutralisieren, aus der Reihe Das ist Kinderschokolade, die ist gesund, da ist Kindermilch drin und Erdbeerkäse. Der Text heißt Die extra Portion Milch. Geht auch ganz schnell vorbei, keine Angst. Paul, 6,5 Jahre alt, wollte sich gerade eine Milchschnitte aus dem Kühlschrank nehmen, als plötzlich ein österreichischer Speedclimber aus dem Gemüsefach sprang und ihn mit seinem Eispickel erstach. Paul hätte fast überlebt, wenn nicht in dem Moment, in dem er sich gerade eine Milchschnitte aus dem Kühlschrank nehmen wollte, ein österreichischer Speedclimber aus dem Gemüsefach gesprungen wäre und ihn mit seinem Eispickel erstochen hätte. Als er den Jungen da so liegen sah, kam ein zweiter österreichischer Speedclimber herein. Die beiden schauten sich kurz an, bis der eben hereingekommen und meinte, es hat aber ganz schön lang gedauert für ein Speedclimber. Ja, so schnell kann es gehen, schon vorbei. Nee, muss man auch gar nicht klatschen, das ist aber auch nicht. Ja, ich habe den folgenden Text erst einmal in meinem Leben gelesen, vorgelesen. Also, ich habe ihn ja geschrieben. Einmal nur vorgelesen bei einem Poetry Slam, denn es handelt sich um ein Gedicht und ja, man macht die Erfahrung, dass manchmal bei Poetry Slams ein Gedicht irgendwie ein Fehl am Platz ist und die Leute gar nicht unbedingt ein Gedicht hören wollen. Deswegen mache ich das aber jetzt, weil ihr auf jeden Fall Gedichte hören wollt. Oder? Ja. Ich sage ja, keiner will Gedichte hören. aber ist mir egal. Es ist gewidmet Ann-Kathrin, Ivo, Moritz, Konstanze und Theresa Hahl. Yeah. Weißt du noch? Weißt du noch, wie wir uns immer an Samstagen trafen, saßen in kleinen Kneipen den ganzen langen Abend, bestellten uns 2 Bier und 4 kurze und nochmal 2 Bier und 4 kurze und nochmal 2 Bier und 4 kurze und laberten Worte. Heute sitzt du da in deinem rosa United Colors of Benetton Hemd und orderst dir beim Ober eine Rhabarbersaftschorle. Was ist nur passiert? Wenn ich zwischen Lug und Trug im Zug sitze, dann steige ich freilich nicht bei Orten aus, weil ankommen du bist. Wenn Worte eingefrorene Schienen enteisen und aus dem entglasten Gefüge entgleisen, dann hüpft der ICE von den Schienen und robbt sich so lange am Boden entlang, bis es sie endlich gibt, eine direkte Verbindung von Lörrach nach Husum ohne Umsteigen. Also lass uns aus diesen verrückten Hirngespinsten einen Docht drehen. Wenn die Welt dir zu Füßen liegt, dann musst du nicht auf dem Kopf stehen. Behalte das Blut in den Füßen und geh ein paar Schritte. Du hast da was zwischen den Zehen. Ah, jetzt liegt es dir auf der Zunge. Ah, leg's mir doch auf die Lippen und vielleicht spreche ich dir aus der Seele. Wenn wir uns die Welt malen, zwischen Pfannkuchen und Blätterteigplätzchen, dann könnte ich aus dem Stand fluchen wegen deinem verdammt guten Essen. Ich beklecker mein Lätzchen und die Welt ist ein Modellwagen. Und wir bauen uns sie im Kleinen zusammen, kleben es uns so zurecht, dass es zusammenpasst. Bis man mehr Fruchtmelonen von Bäumen pflückt und wilden Whisky von Tannen zapft. Du, Theresa, pass mal auf, warte, jetzt kommt's. Dort, wo Kolibris Raketenwerfer tragen und mit dem Suizid den Vogel abschießen, da finde ich dann dich beim Poesietriefen und Strophen abgießen. Dort, wo Polizisten Brillen beim Betreten von wärmeren Räumen beschlagnahmen, finde ich dich beim Quartal, Qualen, Quadratzahlen ein Partmalen. Dort, wo Maulwürfe sich unter Friedhöfen verirren und verurteilt werden als Grabräuber, da finde ich dich mit einem Satz Saatstreuer auf verfährsten Feldwegen den Tag meutern. Dort, wo Muttermale Fernweh kriegen und Lemminge in die FDP eintreten, da finde ich dich beim aus dem Stegreif leben und aus Reimen Mehlteig kneten. Dort, wo Zahnärzte den Zahn der Zeit ziehen und schauen, dass sie für einen kurzen Moment aus ihrem Real-Life fliehen, da
gibst du ihnen einen Workshop im Träumen inklusive Fantasie Sightseeing. Da machst du neue Anstriche, denn Fassaden können bröckeln. Dort versuchst du uns alle doch nur aufzufangen mit deinen Badewannenstöpseln. Also sehe ich meine Freunde orientierungslos ein Obdach fürs Leben suchen. An Litfaßsäulen kleben, fluchen über WG-Gesuche und ich sehe mich noch, wie ich am Spielplatz mit ihnen um die Wette laufe. Nach Jahren fast siamesisch teilen wir uns nun auf ein Dutzend Städte auf. Und mein Herz ist nun fragmentiert. Portioniert trägt es jeder einzelne von euch zum Teil mit sich. Doch das Gute daran ist, wenn mich nun ein Stich trifft, dann werde ich mich dran verenden. Denn so einfach bricht's nicht. Dankeschön.